Und weiter geht's mit noch mehr Schnauzbart-Action bei The Order 1886. Und wir sollen der werten Dame Igraine folgen in das. Wie hieß nochmal? Irgendwie Indien, irgendwas Haus. Irgendwie so in die Richtung. Oh, Mann, ich kann jetzt ehrlich sogar mal sprinten, Wahnsinn. Aha, was? Bäckerei? Lecker. Aber so ein Kleid hätte ich jetzt auch gerne. Sie vielleicht noch irgendwas versteckt? Nein, gar nichts. Ethan Pianos. Schön. Na gut. Gucken wir mal, wo Igraine hin ist. Die heißt ja so, oder? Ja, okay. Ach, da ist sie ja. So, was gibt's denn hier jetzt? Ah, da ist schon mal zumindest das Gebäude, wo wir hin müssen. Und hier stehen ein paar Typen mit Knarren. Sobald wir drin sind, lasst niemanden mehr durch. Sicher, dass Sie keine Hilfe brauchen? Meinen Sie einen starken Mann, der alles kontrolliert? Genau. Gehen Sie uns einfach aus dem Weg. Sie wollen doch nicht irrtümlich draufgehen. Ärger. Die üblichen schießwütigen Söldner. Die Vereintes Indien Company will enthusiastische Handlanger. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein Haufen Söldner, die noch mehr Chaos stiften. Sie haben den Befehl, alles abzuriegeln. Na, der Flirtversuch hat jetzt wohl nicht so wirklich funktioniert, hä? Tja. Hä? Was los? Wieso hauten die alle ab? Leute? Was geht ab? Irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendetwas ist hier faul. Okay, der hat den Typ mal einfach abgeknallt. Und jetzt schießt er auf uns. So ein mieser Sack. Ja. Wieso kann ich nicht meine dicke Wumme nehmen? Okay, wie man es kennt. Blind feuern oder genau zielen. Kennt man ja, kennt man ja. Oh, ein Headshot nach dem nächsten. Hopp. Die hat ja viel weniger Munition als meine. Nee, da tauschen wir wieder zurück. Verschwindet von hier! Sucht nach Waffen! Ihr zwei! Schwingt eure Asche hierher! Ich brauche Hilfe! Los jetzt! Los! Okay. Los geht's hier, ups! Bastarde. So war es eigentlich nicht geplant. Eigentlich wollte ich in Deckung gehen. Ja, so passt. Ein Gewehr wäre. Ja, das denke ich mir auch gerade. Der ist tot. Komm schon, Headshot. Ja, geht doch. Mehrere Entflohene kommen aus der Gasse. Ups. Wie viele sind es denn? Eins, zwei. Ich glaube drei. So, ein Headshot. Flüchtling erledigt. Hey, bleib stehen. Upp. Pop, 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 pop. Schnelle Entdeckung. Kann ich mich auch irgendwie geduckt um die Ecken bewegen? Ach, egal. Igraine macht schon den Rest. Au, 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 da schießt einer. Hör auf. R1 wird mir da unten eingeblendet. Au! Was war denn das? Keine Ahnung, was das bringt. Moment mal. Oben auf der Treppe. Okay, das kann die Gegner anscheinend irgendwie stunnen oder irgend sowas in die Richtung. Aber mehr auch nicht anscheinend, hä? Feind erledigt. Oh, hallo. Bist du tot? Du auch. Und da hacken noch zwei. Wenn ich sie treffen würde. Ja, es geht doch. Mal im Ernst, wie viele Typen sind denn das hier? Muss nachladen. King Alfred the Great liegt anscheinend hier.
Moment mal, rechts. Oh, mieser. Kleiner Penner, ey. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen angeschlagen. Ah, jetzt geht's wieder besser. Ist doch ganz nett, wenn sich Gesundheit automatisch regeneriert, hä? Flüchtling neutralisiert. Und das sollten eigentlich alle gewesen sein. Man lag hier nicht immer Munition? Ja, Tatsache. Nein, eure Pistolen will ich ehrlich gesagt nicht. Die sind kacke. Ah, Munition ist voll. Okay. Sonst ist hier mal gar nichts anscheinend. Oh, hallo. Verdammt. Ey, den könnte ich voll einen Headshot geben, aber das Spiel lässt mich einfach nicht. So, hier komme ich anscheinend nicht mehr durch, hä? Oder können wir? Die Tür ist verschlossen. Das dachte ich mir schon. Ja, wir haben ja gerade gesehen, wie da einer reingegangen ist. Oha. Schnell. Drin sind noch mehr Verrückte. Na dann auf mit der Tür. Jetzt schieß doch. Ach, du machst das schon. Muss ich nicht dafür meine Munition verschwenden? Geht's Ihnen gut, Mann, her? Ja, Ihnen geht's gut. Izzy! Bist du okay? Gott, sie schlachten sie alle ab. Bereit? Erledigen wir den Abschaum. Rauchgranate. Gut. Aha, ich habe Granaten also auch. Na, ist doch schön. Hier bitte. Rauch unterwegs. Also da. Los geht's. Komm. Ey, ich treffe aber auch gar nichts gerade. So, zweimal weg. Da hinten ist noch einer. Komm schon, Headshot. Ah, verdammt. Ah, immerhin beim zweiten Schuss. Ist ja mal ein ganz guter Schnitt, kann man sagen. Ja. Hetz mich nicht so. Au, wer schießt denn hier auf mich? Wer zur Hölle hat hier gerade auf mich geschossen? Oh, da, hallo. Oh, da sind noch mehr. Hallo. Verdammt. Kann ich eigentlich auch irgendwie Nahkampf machen? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Oh, ja, okay, auf Dreieck. Au. Heilige Scheiße. Da ist noch so ein kleiner Mistsack. Waren das nicht vorher irgendwie gerade einiges weniger? Ich glaube, ich brauche mal einen Drink. Wo ist denn der? Oh, da. Komm schon, nochmal Nahkampf. Eieieiei. Im Stockwerk darüber waren noch mehr. Wir müssen sofort darauf. Alles klar. So, Frage. Wie komme ich denn hoch? Hier? Ne, das ist ein Büro. Da wird es, schätze ich mal, keine Treppen geben. Ja, das war auch eine etwas unsanfte Landung, mein Freund. Oh, Muni. Hier lag irgendwo Muni. Da ist Muni. Oh, das sind Nachfüllkisten quasi. Oh, die Toilette. Wäre jetzt auch ganz praktisch. Ja, ich komme gleich. Ach, da hinten sind die Treppen. Alles klar. Bin schon auf dem Weg. Panzersicheres Glas. Wir sollten den zweiten Stock räumen. Also Panzerglas. So ergibt es mehr Sinn.
Bist du soweit mit allem zufrieden? Ruhig. Ein ganz normaler Morgen in London. In der Tat. Ich hoffe, das war erst der Anfang. Ladies first. Still. Was meinst du, Alter? Meinst du, wir könnten ein paar von den Reichen abknallen? Na, ja, was jetzt? Ah. Ich nehme das als ja. Ich schätze mal, das wird jetzt keiner mitkriegen, hä? Nee. Ah, okay, meine Kollegin macht den anderen Typen. Alles klar. Alles easy. Ja, dann nehme ich die linke Seite. Ich sehe niemanden. Oh doch, da ist einer. Na komm her. Komm. Bam! Ach du heilige Scheiße, ey. Ich glaube, der Arm ist im Arsch. Au! Miesen kleinen Wichser. Na komm her. Gott, hey, man schlägt doch nicht einfach so voll in die Nüsse. Meine Güte, ey. Das ist ein bisschen unsportlich, mein Freund. Hm. Wohin jetzt? Ah, hier. Gibt's hier irgendwas? Irgendwelche Nachrichten oder irgendwas wieder? Nee, gar nichts. Hier geht's auch nicht weiter. What? Ach, diese Tür brauchen wir. Nee. Oh, what? Was geht denn jetzt ab? Feind erledigt. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Irgendwie so eine Art Red Dead Redemption Slow-Mo. Ich habe keine Ahnung, was in der Perspektive abgeht, ey. Das muss ich mir noch ein bisschen angucken. Au. Wieso treffe ich den nicht? Ja, geht doch. Flüchtling erledigt. Okay, hier ist clean. Ach, jetzt kommt ihr, hä? Wenn alles vorbei ist. Wir brauchen Zivilisten ihre Hilfe. Ja, Sir. Sir, General Lafayette ist nebenan. Soll das ein Witz sein? Gibt es eine einzige Frau in dieser Stadt, die er nicht verführen will? Er ist jetzt dein Problem. Versuch nicht zurückzubleiben. Lafayette. Ah, Monsieur. Ich muss mich um diese Dame kümmern. Marquis. Ihre Aufmerksamkeit wird woanders erfordert. Seien Sie versichert, Mademoiselle, dass mich nur mein Treueschwur davon abhält, Ihre Einladung anzunehmen. Oh, Marquis, Sie dürfen jetzt nicht gehen. Meine Dame, ich fürchte, ich muss gehen. Die Pflicht ruft. Ganz reizend, oder nicht? Ist mir nicht aufgefallen. Das liegt daran, dass Sie kein Franzose sind. Sie sind der amerikanischste Franzose, der mir je begegnet ist. Meine Geliebte ist die Freiheit, mon ami. Ein echter Ritter muss seine Leidenschaften zügeln. Ohne Leidenschaft, Monsieur, kann ein Mann nicht kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Männer, Marquis. Männer, Halbblüter, was ist der Unterschied? Vive la liberté! Percival. Seltsam.
Gehen wir. Na endlich. Marquis, Sie und Lady Igraine nehmen diesen Eingang. Ich gehe durch diesen und suche nach weiteren Entflohenen. Wie, Monsieur? Sir. Okay, wir teilen uns auf, was ja immer eine gute Idee ist. Egal, wir machen das schon auch alleine. Und ich frage mich aber gerade, was hat er jetzt gerade so verdächtig gefunden? Da war halt irgendein Typ mit einer Kutte oder einer Kapuze. Was daran jetzt so verdächtig sein soll, ich weiß es nicht. Gibt's hier irgendwas? Die werden... Ich meine, meiner Logik nach werden die Entwickler hier nicht so einen Raum hinbauen, wenn es da nichts gibt. Aber anscheinend doch. Mähä. Okay, was ist hier jetzt los? Da gibt es noch einen Raum, der anscheinend auch wieder mal leer ist. Nö, hier geht's weiter. Hm. Okay. Jetzt habe ich mir nur quasi aussuchen können, gehe ich durch den engen Gang oder durch den normalen Gang. Aber es kommt beides auf dasselbe hinaus. Ey, was macht denn ihr hier? Ja, da ist ein bisschen Blut. Echt mal, Wix, reiß dich zusammen, ey. Galahad, machst du Fortschritte? Ich bin im Ja. Lafayette und ich haben beschlossen, uns aufzuteilen. Oui, Mademoiselle. Aber ich bin noch nicht auf Wiederflug. Oh, oui, Mademoiselle. Der Lafayette, der alte Charmeur, der... Hä? Ach so, nur über Objekte sprengen. Kenne ich ja. Nur wohin soll ich denn eigentlich springen? Hier? Geht nicht. Darunter geht auch nichts. Wo soll ich denn hin? Da hoch? Ah. Kletterpassagen gibt es also auch, hä? Und hopp. Und ich glaube, hier komme ich hoch. Dachte ich mir doch, dass ich eher hier bin. Ja, du musst es auch nicht klettern. Die Jugend gewinnt immer. Oh oh. Mademoiselle. Eliminiere die Lykaner. Ach du Scheiße, ey. Könnte etwas dauern, wenn ich bei ihm bin. Wo ist denn der? Au! Alter, du. Au, shit, ey. Moment mal, jetzt warten wir nochmal. Ich hab da hier X. Ha! Wo ist er denn? What? Oh, lala. Okay, einer tot. Oh, den muss ich noch erledigen. Jetzt ist er tot. Bestätigtes Ziel bei mir. Da kommt noch einer. Du miese kleine Bitch, ey. Moment mal, nehmen wir wieder die andere Taktik. Na komm. Uhi. Jetzt lauf nicht weg, ey.
Und... Ah, Motherfucker. Lass mich bitte mal schnell deinen Kollegen erledigen. So, wo ist jetzt... Da hinten ist er. Okay, wenn man den Typen mal heraus hat, wie sie funktionieren, dann geht's ja. Oh oh, Muni alle. Oh, komm her. Du gehst down. Oder auch nicht. Ach, jetzt läuft er wieder davon, ey. Monsieur! Was ist passiert? Die Masten sind erledigt. Der letzte ist entkommen. Igraine, die Bogenkanone. Ich gehe auf die Straße. Oh, nice. Ihr zwei da lang, Weg abschneiden. Verstanden. Wop. Heilige Scheiße. Huiuiui. Das macht ganz schön Bumm, hä? Aber na gut, ob wir den Lucanid schlussendlich erwischen oder nicht, das würde ich sagen. Sehen wir dann in der nächsten Episode von The Order und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und man sieht sich, er ist glaube ich weg. Ich habe das Ziel verloren. Tja. Wiederhole, ich habe das Ziel verloren. Ein schöner Abschluss für diese Episode. Wunderbar.